In den nördlichen argentinischen Anden, in Höhenlagen von etwa 1700 bis 3500 Meter, wächst der baumförmige Kaktus Cardones mit dem lateinischen Namen Echinopsis atacamensis. Von Cachi aus via Payogasta besuchen wir den Cardones Nationalpark auf der Ruta Provincial 33. Vor dem Parkeingang steht das Warnschild für Vicuñas. Auf der Hochebene des Parks, auf etwa 3000 Meter, sind die Vicuñas recht häufig anzutreffen. Auf der Hochebene sind wir überwältigt. Auf beiden Seiten der Straße stehen die Cardones zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden. Die Wuchshöhe der Pflanzen beträgt 10 Meter und mehr. Da die Wuchsleistung im harten Klima gering ist, sind die größten Cardones wahrscheinlich über 100 Jahre alt. Der Stammdurchmesser beträgt etwa 40 cm. Cardones sind sehr wehrhaft. Ihre Dornen haben eine Länge von etwa 10 cm. Für ihre Verbreitung sind strauchartige Begleitpflanzen notwendig, die den jungen Cardones während einiger Jahre Schutz vor dem Austrocknen gewähren. Die 16 Kilometer lange, schnurgerade Straße auf der Hochebene Richtung Salta führt entlang einer ehemaligen Inka-Straße, die hier im Vordergrund andeutungsweise zu sehen ist. Entlang dieser Straße fahren wir zu einer der drei Informationsstationen. Hier treffen wir einen Parkwächter, der uns empfiehlt, für den Rückweg nach Cachi die Straße Ruta Provincial 42, den sogenannten Camino de los Colorados, zu benutzen. Die Straße ist gut unterhalten, aber nicht geteert. Und die Kakteen stehen nicht so dicht wie auf dem Hochplateau. In ihrer Farbenpracht erinnert die Landschaft an das Montal. Die Verbreitung der Cardones erstreckt sich in die chilenischen und bolivianischen Anden. Ihre Existenz scheint im Moment nicht gefährdet. Das Holz wird lediglich für dekorative Zwecke verwendet oder lebende Pflanzen dienen als regionale Wahrzeichen, wie hier bei einem Hotel in Purmamarca in der Nähe von Salta.